Hier weiß ich nie, wo ich langfahren muss. Trailqualität ist ziemlich gut. Wenig Traffic, kaum Bodenwellen und für einen kostenlosen Bikepark kann man sich wirklich nicht beschweren. Ein paar Anlieger sind ein wenig verwaschen, aber teilweise sieht es ganz schön aus, weil es natürlicher wirkt und sehr gut zum Park passt. Die Building Quality ist besser geworden, man muss aber an einigen Stellen aufpassen, da der ein oder andere Sprung ein wenig kickt. Bad Ems ist ein sehr anfängerfreundlicher Park mit insgesamt breiteren Strecken und einer eher flacheren Natur. Außerdem ist die Erde sehr natürlich mit einigen Steinen und Wurzeln und Anfänger können hier viel lernen. Der Park macht für jeden Spaß, aber wer hier wirklich eine Herausforderung sucht, wird eher enttäuscht sein. Allerdings gibt es immer noch ziemlich große Nordjob-Features, die für die ein oder andere Challenge sorgen. Der Park finanziert sich über Spenden und hat eine wirklich super nette und aktive Community. Gelegentlich werden die Strecken leider durch Vandalismus zerstört, aber selbst in der Woche dauert es dann nur wenige Tage, bis alles wieder instand gesetzt wird. Der Park hat nicht wenige Sprünge, welche insgesamt aber eher klein bleiben, aber trotzdem viel Spaß machen. Die meisten Trails sind eher breit und flach, es ist nicht unbedingt der Park zum Downhill-Fahren. Nichtsdestotrotz ist eine Top-to-Bottom-Abfahrt relativ lang und die Trails sind nicht so stark entschärft worden. Insgesamt ähneln sich die Trails sehr und ich persönlich vermisse vor allem ein paar technischere und schmalere Enduro-Trails. Der Park scheint sich langsam von der Dürre zu erholen und sieht mittlerweile wieder echt gut aus. Ein Highlight stellen die für so einen kleinen Park recht großen Drops und Notcher-Elemente dar. Der Park macht wirklich großen Spaß. Die Strecken werden mit Spenden finanziert und sind in einem guten Zustand. Ich persönlich fahre lieber technischere Trails und vermisse ein klein wenig mehr anspruchsvolle Elemente, allerdings bin ich sehr überrascht, wie gut sich der Park entwickelt hat. Es wurde wenig entschärft und die natürlichen Steine und Wurzeln, welche sich nach und nach herausgefahren haben, haben das Fahrerlebnis für mich deutlich gesteigert und ich vergebe 7 von 10 Punkten. Damit kommt der Park auf ganze 65 von 100 Punkten und platziert sich gleich hinter Stromberg.